Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Junobo, Junobao, Schlemmsteine in Goronia. Miasma auch noch so am Rande. In Goronia ist totales Chaos ausgebrochen. Kann man das so zusammenfassen? Ich glaube schon. Top. Fulai, wir kennen sie schon. Das war auch für mich nicht ganz einfach. Man muss immer auf der Hut sein. Hier, für dich. Nochmal als Dank. Abwehrkürbiseintopf. Oh. Ich reise immer noch um die Welt und suche nach Ramdas Schatz. Der Wind hat mir geflüstert, ein Teil davon sei in einer Höhle hier in der Gegend versteckt. Leider konnte ich diese Höhle bislang nicht finden. Allzu einfach gestaltet sich die Schatzsuche wohl also nicht. Ja. Also hier ist ja eine Höhle, ne? Und das sieht auch gut aus. Südhöhle an der Junobau. Aber ich hab's mir schon gedacht. Ich mach mal direkt La Kamera, La Anna. Ja, da macht der Flammenangriff jetzt sogar schon fast Sinn, ne? Da ist der Schatz ja schon. Schwimmt der. Nein. Nein. Oh, okay. Ja, wir müssen mal gucken, jetzt, wie wir das machen. Ich muss... Wir haben einen Lavasee, aber nichts, was aus der Lava schwimmt. Ah, wir könnten doch... Ja. Kann man die mit dem Ventilator antreiben? Jawohl. War okay, oder? Flammenkopfschmuck. Dieser rituelle Kopfschmuck aus uralter Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen. Das sieht ja aus wie von den Drachen, ne? Ist das der Gag dahinter? Ist das quasi wie der Eisdrache? Das wie der Feuerdrache? Moment mal.
Tatsache. Guck mal. Nydra hat auf den Kopf nämlich diese ganz vielen Hörner, genau wie hier. Der Kopfschmuck. Und die zwei Hörner hier sind nämlich wie, wie heißt der, Nira Eldra? Habe ich noch gar nicht fotografiert. Doch hier, Eldra. Hat nämlich diese zwei Hörner. Oh, hoho, sieht cool aus. Okay, das sind also Rüstungen für die verschiedenen Drachen, ja? Und Zelda ist jetzt auch ein Drache geworden, nämlich dieser goldene Drache. Und sie wollte, dass dieser Kopfschmuck für ihre Rüstung hergestellt wird, von den Kronen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich weiß es natürlich nicht, aber... Vielleicht. Oh, Rodonit. Na, wir haben noch 4 Minuten. Wir müssen noch in die Höhle hinten rein. Und noch den, hier, das Major Signum holen. Schon cool aus. Wir gehen natürlich wieder auf die Krogmaske rüber, ist klar, aber sieht sehr cool aus. Damit hätte ich durch die Lava fahren können, ja. Shit. Noch 1,5 Minuten, 2 Minuten. Serious. Gerade im Flug erwischt. Okay. Cool, aber gefällt mir. Sieht sehr schön aus mit den Hörnern. Dann habe ich auch das Design verstanden. Eis ist der Eisdrache, Feuer ist wie der Feuerdrache. Wow.
Jo. Nee. Davon haben wir jetzt auch genug. So, jetzt haben wir immer noch nicht den Krog gefunden, ne? Da, die Hürde ist erledigt, ja. Ah, da muss der ja hier drauf sein. Da ist er, ich glaub's nicht. Ich will zu meinem Freund. Was für ein Schlamassel. Er schickt mir extra ein Rauchsignal. Ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Dafür müssen wir die rechte der Strecken nehmen, ne? Vorsicht! Oh mein Gott, da vorne sind die Schienen kaputt. Ich will nur mein Moin. Oh Gottes Willen. So nicht, mein Freund. Oh je, oh je, oh je. Aber cool, dass man auch so aus der Schiene rausspringen kann. Endlich wieder zusammen. Du hast meinen besten Freund zu mir gebracht. Tschüssi. Boah, 82. Ich bin richtig stolz auf uns. Danke dir, mein Jamtier. Puh, ja, ja. Ist ja auch eine einseitige Bahn, ne? Also zurück können wir damit nicht fahren. Da ist aber ein geiles Erzvorkommen. Was ist das hier? Ein Festmahl für die Elite. Bist du ein Reisender? Hat dich der Duft des Essens, der sich zubereite, angelockt? Ich bin Mares und sie ist das Lager der zweiten Monsterwehreinheit unter Truppenführer Torin. Die Einheit befindet sich gerade im Einsatz. Ich würde dir daher empfehlen, dir ein anderes Reiseziel zu suchen, bevor du noch in Gefahr gerätst. Wenn du den Hang da vorne hochsteigst und der Straße folgst, kommst du zu einer Höhle. Dort ist das Monsterlager. Torrens Einheit ist vor kurzem aufgebrochen, um es mit den Monstern aufzunehmen. Ich bin zurückgeblieben, denn ich bin hier der Koch. Und von mir bekommen unsere Leute das Festessen einer Elite-Einheit. Du bist gekommen, weil du auch hungrig bist, oder? Dann gebe ich dir was von meiner Spezialität. Oh, ein Gericht aus der Küstenregion, köstlich dank des sanftigen Fischs. Die Leute von Torrens Einheit sind gute Kämpfer, aber sie werden auch schnell hungrig. Hoffentlich knurrt im Kampf niemandem der Magen. Die Monster könnten dann leichte Spiele haben. Würde mich sehr freuen, wenn ihnen jemand helfen könnte, falls sie einmal in der Klemme stecken. Ja, machen wir die Höhle und dann helfen wir denen, ne? Klaro, klaro.
Haja, haja. Es ist viel zu entdecken auf jeden Fall hier in der Ecke. So. Aber schön, dass die Monsterwehr sogar hier in Goronia tätig wird. Mit dem Kochlöffel. Sind nordöstlich von hier an einer Höhle am früher mit Lava gefüllten Darmansee und beseitigen eine Monsterplage. Beim Passieren der echsenförmigen Vertiefung aus dem Weg zur Höhle ist höchste Vorsicht geboten. Truppenführer Tauren, Monsterwehr Einheit 2. Darmansee. Ich gehe jetzt aber erst hier lang. Denn die Höhle da vorne hat auch mein Aufsehen oder meine Aufmerksamkeit erregt. Ah, es ist schon geil. Also die ganze Spielwelt, es ist... Scheibenkleister. Schade. Schade. Stollen der Grabinsel. Aha. Ein Riesenleuchtsamen, dankeschön. Ein Bernstein und ein Feuerstein, ebenfalls dankeschön. Ihr habt's gesehen, ich war drauf. Zu meiner Verteidigung, ich war drauf. Viele Herzen haben wir noch. Ja, ja. Was? Okay. Das war riesig, wow. Ja, müssen wir mitnehmen. Königsschwert. Ja, das blockiert ja den Weg, ne? Ich hoffe, wir können da überhaupt langfahren. Trotzdem. Unser anderer Wagen ist mich weitergerollt, hätten rausheben sollen. Wie viele Erze es hier wohl gibt, ne? Aber ohne die Hitzekleidung. Die Musik. Dum, 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 dum. Thank you.
Da war auch ein Schrein, ja. Okay, Mario Signum haben wir schon mal. Das ist ja so Step 1. Haben die denn da irgendwas Spannendes? Nee, oder? Eine Kiste. Na gut. Wow. Was zum Teufel geht hier ab? Also das ist... Und es gab ja in Breath of the Wild nahezu keine Höhlen. Und alleine sowas hier, da bekommt man ja schon so Donkey Kong oder sowas, ne? Mit diesen Leveln, wo man mit, natürlich 2D, ne, wo man mit den Loren da lang fährt. Schon cool, wow. Die Musik. Eieiei. Dann müssen wir nur gucken, wie wir aus dem Schrein rauskommen, ist die Hitzeresistenz weg. Ah, die Kiste hätte ich schon gern noch. Na, müssen wir mal gucken. Diotaki-Schrein. Ja, mit dem Untergrund. Ich weiß nicht, wie das... Ne? Also... Ihr wisst schon. Das wird eine Katastrophe. Reden wir es nicht schön. Es wird... Der ist ja riesig, der Untergrund, ne? Generell wollte ich euch mal eine Sache zeigen. Guck mal hier. Ich meine, klar, da sind ein paar Stunden Master-Modus mit bei. Wir waren sogar weniger als 210 Stunden in Breath of the Wild unterwegs. Sagen wir mal, gute 200 Stunden. Da kommen wir nicht mit hin. Das kann ich euch jetzt mit Sicherheit sagen. Da kommen wir nicht mit hin. Auf keinen Fall. Okay, rein da.
wohlverdient, dass das Rauchos Segen ist. Diotakio-Schrein. Ja, nehmen wir mit. Schön. Haben wir damit nicht wieder 4 Stück beisammen? Und könnten uns noch ein Herz holen? Ja, ne? Oh, Besucher des Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Und ihr müsst noch mal zu einer Fee gehen. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Ah ne, 3 haben wir erst. Okay, ich habe nichts gesagt. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Gracia, gracia, Rau. Na, das ist ärgerlich, das müssen wir. Ja, Rhodonit, warum nicht? Das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Eieiei, das war jetzt aber wieder. Puh. So, da ist das Truppenlager und dann wollten wir jetzt einmal in die Richtung gehen. Seht ihr? Das ist Eldra mit den Hörnern. Moment, ich zeige es euch nochmal. Ist das krass? Jedes Foto ist besser als das, was wir haben. So,
So, hier ist jetzt der See in Echsenform. Der war ja in Breath of the Wild mit Lava gefüllt, oder? Gibt's die Krabbe denn auch noch? Ja, ach, das ist die Krabbe hier. Seht ihr das hier mit den Zangen? Hier, Zange, Zange, Kopf. Das war auch mit Lava umgeben. Hier war überall Lava. Sehr geil. Einladung nehme ich an. Starkes Sonanium-Großschwert. Boah, es ist so geil mit den Drachen. Was erkennt man die Äxte sogar hier? Guck mal da unten. Ich warte jetzt auf den Drachen gerade, ne? Nur mal so rein Interesse halber. Boah, da ist das Hateno-Institut da hinten. Da müsste hier der Stall irgendwo sein, der Hateno-Stall. Boah, das ist schon geil. Wow. Und da ist Goronia. Hieße das dann, dass jeder Drache mal dieses Ritual durchgeführt hat und mal ein... Also ist vielleicht... Nee, Sonja ist ja tot, ne? Sonja ist ja gestorben, das haben wir ja gesehen. Können ja sogar passend. Vielleicht trug ja die Person dieses Gewand, als sie sich zum Drachen gewandelt hat. Versteht ihr, was ich meine? Yeah.
Ein Horn. Oha. Eldra-Horn. Ein Horn des purpurroten Geistes Eldra. Es soll die kristallisierte Macht des Feuers selbst enthalten. An Waffen erhöht es deren Angriffskraft extrem. Und auch die Soundeffekte. Ich muss dann immer so an Phantasialand denken, wenn man so eine Tour macht. Schön. Heilen spare ich mir, weil wir am Ende des Schreins unsere Herzen zurückbekommen. Hier. Hey, das hat doch vorhin geklappt. Jetzt haben wir Röstchilis gemacht, ne? Na gut. Das könnte die Monsterhöhle sein, ja. Okay. Ab dafür. Und da hat auch gerade der die Krogmaske ausgeschlagen übrigens. Da oben waren da nicht diese trainierenden Goronen auf dem Berg, die irgendwie gegeneinander, da war irgendwas war da. Ach du. Schlüssel zum Erfolg. Sibati Takio Schrein. I see, I see. Ach so. Das war genauso geplant mit der Kiste natürlich. Jetzt hier recht mittig. Reicht das vielleicht? Und das war auch die eine Kiste. Nice. Geil. Ja, war cool. Coole Idee. Man musste wieder eins und eins kombinieren. Schön. Ring. Oh, Besucher dieses uralten, dieses Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es hierher geschafft zu haben.
Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Habe ich schon erzählt, dass ich mein Nintendo Switch Animal Crossing Edition rechts Joy-Con wegen Drift eingeschickt habe? Weiß ich gar nicht. Habe ich das mal erzählt? Also ich habe ja die... Dankeschön. Ich habe ja die Animal Crossing New Horizon Edition von der Switch und habe aktuell halt nur den türkisen und nicht den grünen Joy-Con, weil der andere Joy-Con-Drift hatte. Ist nicht schlimm, ich habe noch zwei andere Joy-Cons, das ist nicht schlimm, deswegen liegt der jetzt aktuell nur in der Schublade, aber den musste ich tatsächlich einschicken. Weil sich in Breath of the Wild Link bewegt hat, ohne dass ich ihn bewegt habe. Ne? Klingt verrückt, ist aber so. Aber die Reparatur ist fertig. Die Reparatur ist abgeschlossen. Befindet sich in Reparatur, Reparatur abgeschlossen. Mal schauen, mal schauen. Ich werde es euch berichten. Gut, hier war ein Krog. Ja. Jo, da nach oben. Ich habe auch Glück teilweise, muss man dazu sagen. Läuft schon gut, ne? Wir haben jetzt auch selten einen wirklich akribisch suchen müssen. Gefunden. Tschüss. Okay, da war soweit aber nichts. Todeskrater. Ich finde das immer noch gemein. Ach man, das ist so eine beeindruckende Landschaft. Aber ich würde auch echt gerne Breath of the Wild nochmal hierher. Mit der ganzen Lava, das war auch echt cool. Ist das hier das Lager der Monster? Wer ist das? Die Höhle? Ja. Die Monster sind da vorn! Können wir uns ja mal gebührend anziehen hier. Ja. Was gibt's denn? Wir sind gerade im Einsatz gegen diese Monster. Moment mal, Link. Du bist es. Erinnerst du dich an mich? Torrin, wir haben uns in Schloss Hyrule bei der Suche nach der Prinzessin kennengelernt. Sag mal, bist du hergekommen, zu helfen? Ah, wir rücken gerade vor, um die Monster zu besiegen, die ein Stück weiter da vorne ihr Unwesen treiben. Wir wollen uns zunächst ihrem Aufenthaltsort nähern und dann sofort angreifen. Wenn es dir nichts ausmacht, Link, dann hilf uns doch, dieser Monsterplage ein Ende zu bereiten. Bring El den Frieden! Bist du ein neuer Rekrut, der an unserer Seite kämpfen will? Link! Wir sind gerade im Einsatz. Es lenkt meine Leute sehr ab, wenn du sie ansprichst. Nachdem wir uns dem Monsternest genähert haben, wollen wir sofort angreifen. Wenn du mithelfen willst, nur zu. Okay, dann spreche ich euch halt nicht an. Anhalten! Alle kampfbereit! Attacke! Ja.
Mhm. Oh yeah. Geschafft, wir haben sie alle beledigt. Wir haben gewonnen und das nur, weil alle so hervorragend gekämpft haben. Link, hab Dank für deine Hilfe. Dürfte ich vielleicht bitte kurz bitten, mir einen Moment lang zuzuhören? Der hat aber echt eine kaputte Rüstung an, ne? Also sie alle. Du hast die Bestien fast im Alleingang in die Schranken gewiesen, Link. Alle Achtung und riesigen Dank. Verzeih meine Unverblümtheit, aber du scheinst ja gar nicht das berühmte Schwert zu tragen, von dem man erzählt. Dein viel berühmtes Bandschwert, ich stelle es mir viel prächtiger vor als jenes, was du gerade trägst. Das sieht mir kaum wie eine Waffe aus, von denen Segen und Gedichte singen. Verzeih, wie dumm von mir, wie ein Tor nur aufs Äußerliche zu achten. Wahrer Wert steckt doch im Inneren. Hier dein Lohn und vielen Dank für deine Mühen. Dankeschön. Link, ohne deine Hilfe hätten wir diesen schwierigen Einsatz nie und nimmer zu Ende bringen können. Wir begeben uns nun als nächstes zur Brücke von Akala, irgendwo im Nordwesten Hyrules. Im Monster... Nordosten, hat er gesagt, oder? Die Monster schlafen schließlich nicht. Na gut, oder doch, manchmal eben. Das ändert aber nichts daran, dass unsere Arbeit weitergehen muss. Fürs Erste heißt es damit Lebewohl, Link. Ich hoffe inständig, dass wir uns einer der einst erneut begegnen werden. Möge Göttin Hylia Segen dich und auf deine Reise behüten, Orecke. Okay. Dorin, ich helfe doch gerne, wo ich kann, das weißt du doch. Bringe Akala Frieden. Die Folgeaufgabe, okay. Na, jetzt müsst ihr aber auch mal zugeben, dass ich da gut und schnell geschaltet habe, oder? Mit dem schnell an die Ritterhellebarde was drankleistern. Könnt ihr mich auch ruhig mal loben hier. Mann. Ich habe fast vergessen, dass das Master Sword hier auch hier über dem Todesberg ist. Und wir deswegen das Gebiet ja auch unbedingt machen wollten. Aber es war jetzt eine andere Monstergarnison als, oder Monstertruppe, als die andere, die wir schon geholfen haben. Bling, bling, bling. So, jetzt nur wieder die berüchtigte Frage. Majoi Signum, wo bist du? Ah ja. Na, das hat gut funktioniert, nicht? Der hat jetzt nicht so gruselig rote Augen, ne? Wie manch andere. Majoi Signum. Okay, cool. Nehme ich, freue ich mich. Oh, die Rüstungswerte. Ja, sollte man vielleicht auch mal beachten, ne? Wir haben jetzt natürlich nur 5 Rüstung. Kein Wunder, dass wir so viel Schaden kassieren. Naja, ich sage, wir müssen mal eine Fee besuchen.
Aber ihr seht das ja, ich sehe das alles ganz entspannt. Wenn wir irgendwann gegen Leunen kämpfen, können wir gerne auf die Rüstungswerte achten. Aktuell lieber gucken, dass es optisch schön ist. Wollte ich das Licht nicht anmachen vorhin? Ich weiß gar nicht. Können wir aber auch auslassen, oder? Bisschen Strom sparen, Wärme sparen. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Den Krog haben wir rübergebracht. Wir haben... Tja, dann lass uns mal zur Junobor-Zentrale gehen, oder? Es ist halt dann doch simpel manchmal, ne? Ich habe erst überlegt, ob das was mit den Steinen zu tun haben könnte, dass man wieder die Steine auf so einen Baumstamm mit diesen drei Gabeln da, ihr wisst schon, legen muss. Da ist sogar noch ein Krog. What the Krog? Boah, das war aber jetzt sehr knapp. Oh, du hast mich gefunden. Tschüss. Hier ist ein Skelettinox. Über 1000 Kroggies musst du gehen. Seiner Maske. Ja, ich hab inzwischen die Überzeugung, dass die Maske böse ist. Junobo war nett. Der war mega nett. Die tun mir auch leid. Die nicht. Hier war überall Lava. Die Schienen waren aber ja auch schon da, ne? Nur die hatten eine größere Bedeutung, weil die Lava einem das Leben schwer gemacht hat. Okay, das heißt, wir ziehen jetzt gegen die das an. Und 12 das. Tja, die halten viel aus, ne?
Aber immerhin sind überall Warnungen vor Miasma aufgestellt. Das ist ja schon mal etwas. Der Arbeitsschutz wurde zumindest vor den Schlemmsteinen mal großgeschrieben. Aber ich bin gespannt, ob ich recht behalte. Ob das jetzt Yonubu ist, der böse geworden ist, oder ob er wegen der Maske böse geworden ist. Ersteres wäre ziemlich erschreckend. Na, hier zum Beispiel, guck mal. Hier ist ja irgendwas. Ne? Und da kommen wir noch nicht rein. Yonubu-Zentrale. Oh, was ist mit euch beiden? Tokashin? Der Hylianer von eben. Der kennt Yonuboss. Yonuboss verhandelt jetzt gerade mit der blonden Hylianerin über Schlemmsteine und niemand darf rein. Aber ich mag die Hylianerin gar nicht. Ganz sicher sind die Schlemmsteine daran schuld, dass alle in der Stadt so komisch sind. Ganz genau. Und die komische Maske, die Yonubus jetzt trägt, hat er auch von der Hylianerin. Yonubus war immer richtig nett, aber seit er die komische Maske trägt, hat sich das auch geändert. Du sag mal, du bist doch ein Freund von Yonubus, oder? Die Yonubau wurde gegründet, um das Leben in Goronia zu verbessern, aber jetzt geht es allen nur schlechter. Ich will das nicht. Wenn wir dich vorbeilassen, überzeugst du dann Yonubus, keine Schlemmsteine mehr abzubauen? Ja, ich kann's versuchen. Tokashin, hast du das gehört? Ja, dann wird Yonubus wieder nett, so wie vorher. Moment, da drin ist richtig heiß. So wie du jetzt gekleidet bist, ist das viel zu gefährlich für dich. Wenn du noch keine feuerfeste Ausrüstung hast, solltest du dir in der Zentrale welche holen. Holen? Hallo? Und du bist? Bist du ein neuer Teilzeitarbeiter? Ja, so ist es, Daito. Ja, wir sind unterbesetzt, also ist das eine große Hilfe. Die Jungeronen sind besessen von Schlemmstein und haben die Arbeit vollständig eingestellt. Ich frage mich, ob die Anweisung direkt von Yonubus kommt. Falls du Yonubus suchst, der müsste sich im Yonubau-Depot vor dem Hauptbüro um das Schlemmsteingeschäft kümmern. Sorry, ich bin noch nicht fertig. Hey, Yonubus? Yonubus ist der Gründer von Yonubau. Er hat für die Entwicklung von Goronia ein Bergbauunternehmen gegründet und sich eine goldene Nase verdient. Das Unternehmen hat sich als Yonubau so einen Ruf in der Welt erarbeitet, dass sogar Hylianer zum Arbeiten kommen. Er hat ganz allein damit angefangen und den Stein ins Rollen gebracht, sagt man. In letzter Zeit verhält er sich allerdings etwas seltsam. Etwa seitdem zum ersten Mal Schlemmsteine aufgetaucht sind. Aber egal, es ist Yonubus zu verdanken, dass sich Goronia so sehr entwickelt hat. Er ist eine große Persönlichkeit. Schlemmsteine? Ja, Schlemmsteine. Das ist der Hit unter den Speisefelsen unseres Unternehmens. Besonders bei Junggeronen extrem beliebt. Schlemmsteine können aber nur in besonders harten Felsschichten gefunden werden. Yonubus ist der Einzige, der sie abbauen kann. Wir kriegen also nicht genug davon, um alle zu versorgen. Na gut, danke. Aber egal, wie gut es über Tage jetzt aussieht, in den Höhlen gibt es noch immer Lava. Mit dieser Kleidung wirst du also blitzartig in ein Stück Holzkohle verwandelt. Außer der Antifeuerrüstung habe ich nicht viel anzubieten, aber die reicht auch schon, um die Hitze zu überstehen. Du solltest unbedingt feuerfeste Ausrüstung tragen, damit du im Falle des Falls gut geschützt bist. Ich kaufe auch Dinge an, die du nicht brauchst. Wenn du also nicht genug Gold hast oder Geld hast, sprich jederzeit mit mir. Willst du die Rüstung? Ja, an der Oberfläche ist es jetzt kühler, aber in den Höhlen ist es immer noch brennend heiß. Perfekt für die Höhlenarbeit. Kostet nur 700 Rubine. Ja, gib mal her. Ist die gleiche Rüstung wie in Breath of the Wild. Damit kannst du die brennende Hitze in den Höhlen völlig problemlos ertragen. Nur in die Lava darfst du nichts fallen. Ist also trotzdem auf der Hut.
Komme ich vielleicht ganz oben drauf? Das sieht sehr lecker aus. Junobos Tagebuch, oh mein Gott. Nachdem der Todesberg aufgehört hatte, Feuer zu speien, kühlte sich auch die Lava hier in Elden ab. Die Temperaturen fielen drastisch. Ja, das ganze Klima veränderte sich. Als Folge davon wurden viele von uns krank, andere verfielen wegen der Veränderung in Panik. Wenn das so weitergeht, ist es aus mit Goronia. Es muss etwas geben, das ich tun kann. Die Lava ist abgekühlt und hat sich verhärtet. Jetzt können wir an Orte gelangen, die vorher unerreichbar waren. Elden hat sich in eine Felsenlandschaft verwandelt. Diese Felsen müssen reich an Erzen sein. Da gibt's nur eins. Graben, graben und nochmals graben. Ich muss so viel Erz fördern, dass Goronia wieder auf sicheren Beinen steht. Ich war so in die Suche nach Erz vertieft, dass ich gar nicht bemerkt habe, wie sich andere mir angeschlossen haben. Aber am fleißigsten dabei waren Tokashin und Ofrak. Ich habe mich geirrt. Ich bin nicht der Einzige, dem etwas am Wohlergehen von Goronia gelegen ist. Also habe ich beschlossen, eine Firma zu gründen und dafür zu sorgen, dass alle sicher und unbesorgt arbeiten können. Ich nenne sie Yonobau. Tokashin und Ofrak haben sich den Namen ausgedacht. Mir ist es hier manchmal immer noch zu kühl, aber so langsam gewöhnen sich alle an die Veränderungen. Wir müssen ausnutzen, dass endlich Besucher zu uns kommen können, ohne spontan in Flammen aufzugehen. Also haben wir beschlossen, eine neue Straße zu bauen, damit möglichst viele Leute problemlos nach Goronia gelangen. Und dann können wir ihnen die Erze, die die Yonobau fördert, zu einem Sonderpreis verkaufen. Irgendwas ist passiert, man nennt es wohl den Kataklysmus. Jedenfalls schwebt Schloss Hyrule jetzt in der Luft. Prinzessin Zelda und Link werden vermisst und Pura hat eine große Suchaktion ins Leben gerufen. Ich möchte auch helfen, aber in letzter Zeit kommt so ein merkwürdiger Dampf aus dem Todesberg. Dem werde ich einmal nachgehen. Nicht, dass sich dort etwas verbirgt, das eine Gefahr für Goronia und die Yonobau ist. Und da hat er dann die Maske gefunden, oder was? Die beiden Kleinen haben ja bestätigt, dass er erst seit dem Tragen der Maske so komisch geworden ist. Hey, du hast mich gefunden. Tschüss. Eieiei. Okay, also. Was ist der Plan? Wir gehen ins Depot, in die Höhle und werden versuchen, Yonobu davon zu überzeugen, dass das Verkaufen von Schlemmstein bzw. generell das Konsumieren von Schlemmstein den sicheren Untergang für die Goronen bedeutet. Denn keiner arbeitet mehr und das ist genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich bezwecken wollte. Feuerfeste Kleidung haben wir, damit kommen wir erstmal gegen die Hitze klar. Den Rest kaufen wir uns dann auch noch in Goronia. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ich mache noch eine Aufnahme hinterher, denn ich habe Bock. Ich habe endlos viel Lust. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.